Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Fang hier schnell mal einen Musch aus. So, müsste drin bleiben. 57, okay. Dann habe ich hier noch eine Box bekommen. Passend zu den Weihnachtstagen. Und passend zu der Box, beziehungsweise den neuen Boxen in Pokémon Go, machen wir die hier auf. Davor gehen wir halt über die neuen Boxen. Kam gestern Nacht rein, 10 Uhr ungefähr. Der zweite Teil, die zweite Stufe der Weihnachtsboxen. Auf den ersten Blick fand ich die eigentlich recht geil. Aber das Feedback war jetzt nicht so gut, also hat den meisten nicht gefallen. War den meisten ein bisschen zu teuer und die meisten hatten keinen Bock auf Glücksei. Was ich halt gar nicht verstehen kann, aber wir schauen uns mal an. Die erste Box, die kleine, die Winterbox. 4 Glückseier. Moment, ich muss das hier kurz mal auf die Seite legen, weil ich muss an meinen Taschenrechner hier kommen. So, 4 Glückseier, 2 Premium-Pässe und 5 Star-Pieces. Beim letzten Mal war die bei der kleinen Box davor, war ein Star-Piece um die 20 wert oder so. Aber schauen wir mal. 2 Pässe sind 200 und 4 Eier sind auch 200. Also die Box lohnt sich schon mal gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Dann die zweite. Inkubator, ihr wisst, rechne ich 150, so wie normal, auch wenn das ein Super ist. Das sind schon mal 300. Pässe auch 300, sind 600. Dann gibt es ein paar Glückseier umsonst. Wie gesagt, manche haben keinen Bock mehr auf Glückseier, weil davor die Box, also nicht die davor, sondern die beim letzten Event, hat auch Glückseier drin. Deswegen haben noch viele Glückseier. Und nicht alle sind so EP-geil wie wir. Und dann noch ein paar Sternstücke, aber nicht so viele. Also die ist auch, naja. Aber die große fand ich eigentlich recht gut. 6 Super-Inkubatoren. Das muss ich ganz schnell mal hier eingeben. Sind 900. Plus 10 Raid-Pässe sind theoretisch 1900, also 1900. Nur man kauft halt nie einen einzelnen Raid-Pass. Also theoretisch wären das schon mal 1900. Da kriegt man nochmal 16 Glücksei umsonst. Und dann hat da schon mal ein Plus gemacht. Und dann gibt es nochmal 20 Sternstücke. Also die gefällt mir am besten. Raid-Pässe kann ich immer gebrauchen. Glücksei kann ich immer gebrauchen. Also die zwei würde ich so oder so immer kaufen. Und für mich wären dann die Inkubatoren und die Sternstücke umsonst. Also einmal die große Box gönne ich mir auf jeden Fall. Und mit den Arena-Münzen dann vielleicht nochmal eine zweite. Weil die Sachen kann ich auf jeden Fall persönlich auf jeden Fall immer gebrauchen. Und ja, für manche war die Box davor sogar besser. Von der ich persönlich nicht so begeistert war. Da gab es, glaube ich, was gab es da nochmal? Boah, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. War da Rauch drin? So, jetzt habe ich es hier in meinem alten Video zum Glück. Es war kein Rauch drin, es waren Lockmodule drin. Richtig nutzlos. Okay. 1480 für 8 Inkubatoren, Super Inkubatoren und 25 Sternstücke. Das hier kostet 200 mehr. Und dafür haben wir 2 Inkubatoren weniger. Und dafür 10 Raid-Pässe und 16 Glückseier mehr. Das Ding ist tausendmal besser. Okay, kein Vergleich zu der alten Box. Ich finde die alte Box so schlecht. Warte, 300? 500? Also mir persönlich gefällt die tausendmal besser. Aber liegt an jedem für sich selber, was man gebrauchen kann. Falls jemand echt Lock-Module braucht oder so. Ich persönlich Glückseier und Raid-Pässe auf jeden Fall. Sternstücke und Inkubatoren umsonst. Also als extra noch drauf, wieso nicht? Ich würde sie mir wahrscheinlich sogar öfter kaufen. Vielleicht lade ich noch einmal auf, kaufe die mir noch ein paar Mal. Glückseier kann man echt nie genug haben. Bei uns zumindest. Und Raid-Pässe kann man auf jeden Fall echt nie genug haben. Und Sternstücke. Demnächst werde ich das nochmal genauer testen für euch. Wie gut, wie effektiv die sind. Ich meine, die bringen nur 50% mehr. Was halt echt geizig ist von Niantic. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu der Box oder zu den anderen Boxen. Welche gönnt ihr euch? Fandet ihr die davor besser? Und jetzt machen wir diese Box hier auf. So, da haben wir sie. Von King's Loot. Sieht schon mal sehr edel aus. Danke an die. Link ist unten in der Beschreibung. So wie immer, eine Box, jeden Monat ein bestimmtes Thema. Sieht schon mal anders aus als die anderen. Schwarz. Richtig cool. Was mich noch interessiert von den Boxen, also nicht diese Boxen, sondern die Weihnachtsboxen von Pokémon, wäre mal interessant zu sehen, so eine Liste von allen Boxen, die es bisher gab. Um dann zu vergleichen, was das beste Angebot jemals war. Also persönlich, für mich war das von gerade eben, also jetzt auf den ersten Blick subjektiv betrachtet, eines der besten Angebote überhaupt. Ich glaube, das beste Angebot, das kann echt keiner schlagen, war 50% Reduzierung auf die Glückseier. Damit hat ein Glückseier 25 gekostet.
Also ich suche mal später im Internet nach so einer Liste und dann kommt vielleicht ein Video dazu. Weil das fand ich echt interessant. So, hier erstmal die Box von King's Loot. Ihr seht es vor mir, was alles hier drin ist. Leider keine Reaktion von euch, weil das hier ist nicht live. Noch so eine Popfigur. Die andere habe ich noch da. Sogar als Geschenk für eine Freundin. Zu Weihnachten. Die ist sogar eingepackt. Richtig edel. Deadpool. Muss ich mir noch anschauen, den Film? Ich weiß, ich hänge hinterher mit dem Film. Harry Potter nicht geschaut. Star Wars, die neuen Teile auch nicht geschaut. Deadpool nicht geschaut. Echt traurig. Was ich jetzt schon mal sagen kann, das Zeug ist gut verpackt. Also die achten echt auf die Verpackung. King's Loot. Share and enjoy. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Okay. Ein paar Shirts. Demnächst laufe ich mit diesen ganzen Shirts rum. Okay. Schreibt mir in die Kommentare, was das sein soll. Das kenne ich leider überhaupt nicht. Was ist denn das? Goblins mit Rubinen auf Besen. Die Quidditch spielen, oder? Das ist doch Harry Potter. Okay, bitte keine Harry Potter-Referenz. Kein Wunder, dass ich kenne. So. Dann haben wir hier einen Keks. Einfach so ein random Keks, okay. Ja, den gönne ich mir jetzt mal. Lebkuchen. Okay. Pins. Ich liebe Pins. Ich habe noch meinen letzten Pin hier. One Punch Man Saitama. So. Was ist denn das? Diesmal so viel dabei, was mir nichts sagt. Limited Edition. Das klingt auf jeden Fall saftig. So. Independence Day. Oh, das brauche ich sogar. Krass. Ein Schuhlöffel. Oh mein Gott, ich habe ihn fast gebrochen. Nein, das ist kein Schuhlöffel. Was ist das? Alter, die Box überfordert mich. King's Loot, ihr habt mich überfordert. Das ist doch ein Schuhlöffel, oder nicht? Alter, ihr wisst gar nicht, wie komisch das ist. Das ist hart, aber gleichzeitig nicht hart. Also ich glaube, ich muss mir gleich die Anleitung anschauen. Aber hier, Independence Day. Möglicherweise ein Schuhlöffel, möglicherweise nicht. Und da haben wir noch was. Ein kleines Plakat. Okay. Schön gemacht. So. Aber das sieht interessant aus. Star Wars. Ihr wisst, wir haben keine Ahnung von Star Wars. Die neueste Teil habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Kylo Ren. Stormtrooper. X-Wing Fighter. Was weiß ich. So. Die Box. Hat mich echt überfordert diesmal. Auch hier, keine Ahnung, was das sein soll. Sammelmünzen? Okay. Shoutout an King's Loot. Deren Inhalt ist ein bisschen next level. So. Diesmal schaue ich mir die Anleitung an, damit ich weiß, was da drin war. Spoiler Inside, ja. Yeah. Bitte. Premium T-Shirt. Twin Sorceress. Wenn diese beiden Hexen aus Hyrule, okay, die berühmte Zauberschule besuchen. Okay. Snapband. Independence Day Snapband. Falls die Invasion startet, solltest du dich kampfbereit machen. Andernfalls haben sie leichtes Spiel. Was ist ein Snapband? Schreibt das bitte unten in die Kommentare. Skeleton Jack, okay. Premium Artprint, ja, das war sehr schön.
Star Wars First Order Coin Set. Okay, einfach Münzensammlung. Und Deadpool. Oder Zero. Zwei verschiedene gab's. Und ich habe Deadpool bekommen. Okay. So, das war's. Danke für die Box, King's Loot. Schaut bei denen vorbei. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu der Pokémon Box. Welche habt ihr euch gegönnt? Das war's von mir. Ich räume das jetzt erstmal auf. Und geh raus. Parsing, bisschen farmen. Sternstaub machen und diese Sternstücke ausprobieren. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.